Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das neue Update, was jetzt launchen wird am Donnerstag. Und am Montag kommt dann auch die Balance-Change, die wir jetzt auch schon hier announcen werden in dem Video. Aber alle Update-News, die jetzt hier ansonsten gebracht werden, wie zum Beispiel auch die neue Karte, beziehungsweise der erste Austausch einer Karte, nämlich der Heal-Zauber zum Heal-Spirit, das wird alles schon ab Donnerstag live sein. Da könnt ihr mir gespannt sein. Ansonsten alles weitere ab Montag. Ja, die neue Season hat den Titel The Haste, also der Raubzug oder der Diebstahl. Das ist quasi so das Motto von der neuen Season. Und das sieht man auch unter anderem an der Arena, am Turmskin, was wir uns gleich alles angucken werden. Ganz besonders an dieser Season ist auch noch, es gibt mehr Gold zu verdienen je als zuvor, nämlich die Bonusbank. Wenn man alle Sachen hier im Battle Pass geschafft hat, ist jetzt auf 25.000 Gold, also könnt ihr noch mehr als nur 10.000 Gold sammeln, sondern 25.000 Gold, was auf jeden Fall eine coole Sache ist, eine coole Änderung. Gibt natürlich wieder einen neuen Battle Pass im Sinne von dem Raubzug jetzt hier, und auf Stufe 10 kriegt man den neuen Turmskin, den wir hier sehen, und ab Stufe 20 gibt es dann auch ein weiteres Emote. Es gibt nämlich hier in diesem Update natürlich auch wieder drei neue Emotes, und zwar haben wir hier einmal den Magic Archer, dann die Banditin, nichts super besonderes, und der Hunter, der noch sein Ding da rumherweht. Also sehr verrückte Emotes, wie ich finde. Ich finde vor allem den Magic Archer nice eigentlich, dieses das feiere ich eigentlich, ich muss sagen, den Magic Archer Emote feiere ich eigentlich, auch wenn Magic Archer jetzt mit Hilfe der Balance Changes eventuell etwas schwierig wird, worauf wir gleich zukommen. Das sind die drei neuen Emotes, die es in dieser Season gibt. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt. Ja, hier sehen wir die neue Arena, und ich könnte gerne mal sagen, was ihr von der Arena haltet. Ich muss sagen, mir gefällt sie generell sehr, sehr gut. Hier sehr naturgebunden, logischerweise. Noch ein paar Schmetterlinge, die man jetzt hier drauf sieht, wenn man genau darauf achtet. Diese Pfeile. Das ist so eine erhöhte Plattform, auf der man quasi steht. Und ist dann hier mit den Bäumen verbunden, so Baumhaus-mäßig. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die echt sehr cool. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Und das ist der Turmskin. Bei Bixman ist er aktiv, bei mir nicht. Vielleicht auch mal einfach im Vergleich ganz cool zu sehen. Das ist der neue Turmskin. Finde ich auch sehr, sehr gut. Gefällt mir. Classic Style irgendwie, aber auch passend zur Season. Finde ich gut. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Punkt des Updates. Ja, der nächste Punkt sind dann tatsächlich schon die Balance Changes. Und da gab es einen Change, der mich sehr überrascht hat, wie extrem er war. Und zwar der Magic Archer Chance. Der Magic Archer wird ab Montag, ganz richtig, Update ab Donnerstag, aber erst ab Montag nach der Season die Balance Changes. Der Magic Archer wird eine Range von 6 statt 7 haben. Er wird einen kompletten Teil runtergerangt. Dementsprechend kann er an der Brücke kein Turm mehr treffen, wenn er auf den X-Punkt schießt. Dementsprechend kann er allgemein ein Teil weniger schießen und somit viel weniger Value rauskriegen. Der Magic Archer wird ziemlich sicher tot sein. Der Magic Archer wird ziemlich sicher kaum gespielt werden und viel zu schwach sein. Die werden diesen Nerf, meiner Meinung nach, ist mein Call, rückgängig machen in der nächsten Season oder in der übernächsten Season. Beziehungsweise werden vielleicht ein halbes Teil ändern oder so, weil du kannst den Magic Archer nicht um ein Teil nerven. Das ist meine Meinung, weil ein Teil ist einfach zu viel. Karten haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, wenn man sie ein Teil nerft, das ist so eine riesige Veränderung. Ich glaube, der Magic Archer wird wirklich gar nicht mehr gespielt werden, fast gar nicht, und wird eine tote Karte sein. Aber mal gucken, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr über diesen Change denkt. Ich denke, er ist viel zu stark. Ja, dann gibt es den Heal Spirit. Der Heal Spell wurde in den Heal Spirit umgetauscht. Ihr verliert dabei keine Level oder so. Das ist, der Heal Spirit ist direkt auf dem Level vom Heal Spell vor. Beziehungsweise ihr habt genauso viele Karten, müsst es nicht neu sammeln, whatever. Kostet ein Elixier, ist eine Cycle-Karte, und alles Weitere sehen wir dann gleich im Gameplay, was gleich nach den Balance Changes direkt kommt. Also will ich euch da jetzt nicht zu viel hier schon verraten. Alles Weitere kommt gleich. Ja, die Goblin hat, die wurde minimal verändert. Ich weiß noch nicht so richtig, ob es ein Buff oder ein Nerf ist. Sie hat 20% weniger Lebenszeit. Das heißt, sie steht also kürzer auf dem Feld. Aber dafür spawnen halt diese drei Goblins, die in der Zeit nicht produziert werden würden, spawnen dann am Ende, wenn die down geht. Also so grabsteinmäßig, dass am Ende halt noch viele Skelette rauskommen, ist es jetzt bei der Goblin-Hütze auch so. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ich muss sagen, ich glaube, das wird schwierig werden, weil das ist halt so
so spammäßig angelegt. Auch beim Grabstein ist es immer sehr schwierig, wenn dann noch die Skelette rauskommen. Das könnte die Koboldhütte um einiges, ja, stärker machen vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ist so ein bisschen wie bei der Barbarenhütte, dass es einfach gegen Tankdecks ganz gut ist. Also es wird einfach Beatdown noch ein bisschen doller schwächen. Ja, weiß ich nicht, was ich von dem Change halten soll. Wird vielleicht das Ganze verändern. Mal gucken. Ich denke, wenn, ist es ein minimaler Buff. Und das Skeleton Barrel zuletzt, das jetzt statt Medium von der Schnelligkeit her auf Fast gestellt wurde. Es wird also deutlich schneller an Turm fliegen, hat dafür aber 15% weniger Leben. Das heißt, es kann schneller destroyed werden, aber fliegt schneller. Ist, denke ich, ein gerechter Austausch. Ich denke, dieses schneller Fliegen könnte sogar auch in manchen Situationen ein Nachteil sein. Wobei meistens wahrscheinlich ein Vorteil. Ich denke, grundsätzlich wird es keine so mega große Veränderung sein. Aber wenn auch ein kleiner Buff, da die Schnelligkeit, glaube ich, viel wichtiger ist als das Leben. Weil das Leben ist nicht wirklich relevant. Weil ja dieser Dropdown von den Skeletten eigentlich das Entscheidende ist. Also ich glaube, wenn, ist es schon ein Buff beim Skeleton Barrel definitiv. Es sind interessante Changes. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass es nur 4 sind. Weil Heal Spirit ist halt eine neue Karte. Magic Archer wird irgendwie getötet. Und dann gibt es noch 2 Changes. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Changes gibt. Ich hoffe, dass es nächste Season mehr Changes gibt. Aber grundsätzlich auf jeden Fall okay. Magic Archer wird eine krasse Änderung sein. Magic Archer werden wir wahrscheinlich sehr wenig sehen. Das heißt, die Beta wird sich auf jeden Fall ändern. Da bin ich froh drüber. Und ja, ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr allgemein von den Balance Changes handelt wahrscheinlich, was ihr von den Balance Changes haltet und was ihr euch noch gerne wünscht. Ich würde mir da so einiges wünschen, das werden wir vielleicht mal in einem anderen Video ansprechen, aber ja, ansonsten finde ich die Balance Changes auf jeden Fall gar nicht so schlecht, die jetzt hier gemacht wurden, die sind auf jeden Fall gerechtfertigt, außer bei Magic Archer vielleicht, der vielleicht ein bisschen zu krass war, aber ansonsten auf jeden Fall okay und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Gameplay mit dem Heal Spirit. Moin Leute, wir sind hier direkt im Gameplay. Ihr seht hier die neue Arena. Ihr seht hier den neuen Turmskin. Big Spin hat ihn schon aktiviert. Bei mir ist er allerdings noch nicht aktiviert. Perfekt. Aber der neue Turmskin ist generell eigentlich ganz cool. Er gefällt mir, muss ich sagen. Hat was an sich. Und die Arena finde ich auch generell echt nice. Und wir kommen natürlich aber zum Gameplay wegen einer speziellen Karte. Und zwar dem Heal Spirit. Der getauscht wird mit dem Heal Spell. Die Karte werdet ihr auf dem gleichen Level haben wie der Heal Spell vorher. Das heißt, ihr müsst die Karte nicht neu irgendwie aufleveln oder so, sondern sie wird genau auf dem Level sein wie der Heal Spell. Und sie heilt auch ungefähr im selben Radius wie der Heal Spell und macht allerdings fast 3-mal so viel Heilung wie der Heal Spell. Das heißt, klar, sie muss erstmal auf eine Truppe oder einen Turm springen oder ein Gebäude, damit sie heilen kann. Aber wenn sie heilt, dann heilt sie extrem stark. Und generell ist sie halt einfach quasi der Gegensatz zum Icebird, nämlich den Damage, wie ein Icebird, macht der Heal Spell auch. Der Heal Spirit meine ich natürlich. Er macht halt statt einem Freeze und einem kurzen Freeze-Effekt, macht er halt einfach eine Heilung, einen Heilungseffekt. Logischerweise, wie der Name sagt. Und das kann auf jeden Fall ganz nice sein. Hast du gerade eigentlich gesehen, wie besoffen der Minipacker war? Er hat einfach 3-mal oder so nicht gehittet. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Der Minipacker war anscheinend extrem besoffen. Ich denke, dass in diesem Deck man vielleicht sehen wird, wie der Heal Spirit ganz nice, Heal Spirit, ich sag mal Heal Spirit sein kann, da man eben hier die Royal Hawks haben. Die Royal Hawks können, glaube ich, mit dem Heal Spirit vielleicht ganz nice werden. Allerdings, wenn zum Beispiel einfach Spells darauf kommen, dann kommt halt der Heal Spirit gar nicht zur Wirkung. Dementsprechend kommt es natürlich immer auf die Situation an, ob der halt eben effektiv ist oder nicht. Das könnte jetzt hier vielleicht ein guter Counter-Push werden. Allerdings habe ich hier keinen Heal Spirit auf der Hand, also ich kann ihn jetzt hier nicht nutzen. Sonst würde ich ihn jetzt hier vielleicht einsetzen, um halt eben die Royal Hawks möglicherweise zu heilen, wenn kein Lock im Cycle ist. Aber, ja, das ist jetzt hier in der Situation nicht möglich. Und mal gucken, ob wir jetzt hier den Big Spin Hops nehmen können. Er hat halt ein Bridge-Spin-Deck mit dem Heal Spirit und wir haben halt ein Royal Hawks-Deck von der letzten Season. Ganz wichtig zu beachten, Leute, nicht nachmachen, was hier passiert nach den Balance Changes. Die Balance Changes, die werden nicht wie sonst oder wie das Update am Donnerstag, sondern erst nach der Season am Montag kommen. Und wir spielen jetzt hier gerade noch den Magic Archer, wie ihr seht. Und der Magic Archer wird nach den Balance Changes vermutlich tot sein. Also der Magic Archer wird ja komplett Range genervt und wird deutlich schlechter sein als vorher. Dementsprechend macht das nicht ja, dann nach mit diesem Deck, weil der Magic Archer vermutlich einfach nicht mehr so stark sein wird wie vorher. Also wir nutzen jetzt hier noch die Decks, weil die Balance Changes noch nicht da sind. Aber nach den Balance Changes wird der Magic Archer definitiv nicht mehr so stark sein. Da hat sie gerade kurz Panik. Mehr connected. Hätte das übelst bitte enden können. Ja, das stimmt.
Der kann halt echt sau nice sein, aber es gibt auch Situationen, wo er nicht so nice ist. Du hast halt den Feuerball, was es hier mir schwer macht in dem Matchup. Aber ich habe natürlich auch einige Karten, die ganz nice sind. Zum Beispiel auch das Lock hier unter anderem. Das Lock ist halt so, du hast halt Hunter, Mini-Packer gegen eine Widerreiterin. Ich weiß gar nicht, wie ich durchkommen soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber du hast schon so sau viel Schaden gemacht. Ich sehe aktuell eher mich nicht durchkommen, aber mal gucken. Der Mini-Packer muss jetzt connecten. Oh, das war gerade herb und das könnte jetzt extrem fatal für dich werden. Wenn jetzt der Heal Spirit connectet. Nein. Aber der Heal Spirit connectet leider nicht. Aber wir haben jetzt zwei Magic Archer an der Brücke, die extrem viel Damage machen. Alter Schwede, das war viel Damage. Und jetzt könnte das hier tatsächlich dann das Comeback gehen. Der Heal Spirit, man hat ihn noch nicht so in Action gesehen. Er ist halt quasi ein Ice Spirit, der macht immer noch Damage. Ihr dürft nicht vergessen, er heilt nicht nur, sondern er macht immer noch Damage. Aber er healt halt auch noch. Es ist halt wirklich noch deutlich, deutlich wichtiger, diesen verdammten Heal Spirit wegzubekommen als den Eisgeist in diesem Matchup. Ja. Also man merkt wirklich, warum er gerade noch keine Value bekommen hat oder warum man ihn gerade nicht in Action gesehen hat, ist einfach, weil ich so weiß, dass die Karte extremes Potenzial zum Beispiel auch mit Piglets hat und sie dadurch natürlich nicht Value kriegen lassen will. Ja, man darf halt der Karte keine, oder man darf die Karte eigentlich nicht connecten lassen, weil wenn sie connectet, kann sie so viel Value kriegen, was halt beim Ice Spirit vielleicht anders ist, aber dafür kann die Karte halt in ein, zwei Situationen auch vielleicht dann nicht so stark sein, weil man eben keinen Effekt bekommt, aber das ist natürlich das gleiche beim Ice Spirit, ne, das muss man halt auch ganz klar sagen, also es ist sehr ähnlich da bei den beiden Karten, GG auf jeden Fall, ich denke, das war auch ein recht ausgeglichenes Match, ich hatte dort auf jeden Fall gute Antworten und, ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Heal Spirit generell gefällt. Wir werden uns auf jeden Fall noch in einem weiteren Match sehen, wo wir den Heal Spirit weiter testen und noch ein paar Infos raushauen. Und dann, ja, bis gleich. So, willkommen im Match Nummer 2, wo wir hier Big Spin mit der neuen Karte vergenussferkeln werden, sag ich. Und in dem Moment fällt mir auf, der Heiler, dass ich einfach einen komplett schlechten Start hatte, also vom Cycle her. Aber das geht auf jeden Fall klar. Wir sehen jetzt hier, wie ich ein 3-Musketier-Deck mit Roy Hawks, mit Ice Spirit und normalerweise Skeletten jetzt hier mit Heal Spirit spiele. Was wollte ich gerade sagen? Spirit? Ja, der Heal Spirit, ich mache hier den. Und ich glaube, das kann auch nice sein, weil man kann sowohl, glaube ich, auf die 3 Musketiere als auch auf den auf die Roy Hawks den Heal Spirit gut verwenden. Da habe ich jetzt gerade gelockt, war aber nicht optimal. Heal Spirit gesagt. Habe ich direkt gesagt. Ja. Das war gerade nicht optimal vom Timing her, aber ich wollte halt den Heal Spirit verhindern, weil ich glaube, wenn der Heal Spirit connected wäre, das wäre eine krasse Heilung gewesen, wobei der Hand halt auch so viel Damage macht, dass da wäre vielleicht das späte Timing besser gewesen. Allgemein nochmal, was ich hatte ich glaube ich im ersten Spiel erwähnt, aber es ist glaube ich nochmal wichtig zu wissen für euch, der Heal Spirit heilt nicht nur, sondern er macht weiterhin ganz normal Damage, wie auch der Ice Spirit, aber statt dem Freeze-Effekt ist halt eben der Heil-Effekt. Das ist halt nur ganz wichtig zu wissen. Das ist jetzt viel Damage. Die Frage ist natürlich nur, ob du meinen Push jetzt auch gleich gut verteidigen kannst. Du hast halt nur Erdbeben, deswegen könnte es... Oder hast du überhaupt einen Erdbeben? Ich bin gerade nicht 100% sicher, glaube ich, ja. Da könnte es natürlich Probleme geben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das verteidigen wirst. Ja, da kommt der Heal Spirit. Ja, bringt mir jetzt nicht so viel, dass die Musketieren geheilt wird, weil sie eh One-Shot ist. Da hat der Heal Spirit zum Beispiel jetzt nichts gebracht. Also ich muss sagen, in den Matches bis jetzt bin ich nicht so begeistert von der Wirkung, weißt du? Also bis jetzt hat er noch nicht so viel leisten können. Aber ich glaube, das liegt jetzt einfach am Anfang. Wenn man herausfindet, wie man mit dieser Karte unglaublich viel Value rausholen kann, kann es, glaube ich, extrem stark werden. Aber man muss halt herausfinden, wo und wann man sie am besten einsetzt. Oh, das ist jetzt eine kritische Situation gerade irgendwie. Ich glaube, da kommen jetzt die defensiven Royal Hawks. Let's go! Da könnte vielleicht sogar ein Heilspirit ganz nice sein, aber irgendwie weiß ich nicht so richtig, wann und wo ich ihn setzen soll. Ja, das ist jetzt eine kritische Situation. Da muss ich jetzt, glaube ich, den Turm tatsächlich aufgeben. Und ich weiß nicht, ob das 1-1 gut für mich ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, macht mal bitte... Ja, macht mal Ehre. Ja, so richtig jetzt auch nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ein Hunter da. Ein Eisgolem da. Den Spirit da. Den da da. Den da da. Den da. Ja, das da sehe ich mich noch nicht so gerade. Da sehe ich mich gerade echt noch nicht ganz so. Ja, nee, spring bitte nicht. Ja, perfekt, spring nicht. Ja, wobei, es könnte tatsächlich noch der Turm werden. Vielleicht geht Big Spin jetzt auch offensiv rein, weil er weiß, dass er den Turm nicht mehr verteidigen kann. Nee, scheint er nicht zu wissen. Doch, weiß er jetzt. Da war ein Tick zu spät ich von mir noch. Ich bin mit dem Call. Woher soll ich das nicht? Okay, nice. Jetzt bin ich mal gespannt,
ob der Heal, ja, der Heal Spirit gerade hat schon ein bisschen reingeschallert. Das war schon gut. Also man sieht die Heal-Wirkung, die ist halt wirklich fast dreimal so groß wie der Heal-Spell. Klar, der muss erstmal in Einsatz kommen, aber die Heal-Wirkung ist schon krass. Was ist das denn jetzt? Okay, der Ice Spirit, der war nicht so gut. Okay, die Heal-Wirkung wäre nice gewesen, aber kam nicht mehr so richtig an. Der Musketiere hinten, ich glaube, das war nicht gut von mir, weil jetzt kannst du einfach Lock und Erdbeben zeigen und die sind alle down. Sind die alle down? Das ist jetzt die Frage. Ja, die sind quasi alle down. Das ist jetzt natürlich schlau von dir gewesen, dass du hier reingegangen bist. Ja, ich glaube, das könnte GG sein. Ja, das ist GG. Ja, wie gesagt, da hattest du auf jeden Fall gute Antworten gegen mich. Da habe ich, glaube ich, aber auch nicht 100% mit Gehirn am Ende weitergespielt. Aber ich denke, ihr habt die meisten Infos und Eindrücke über die neue Karte bekommen. Der Heal Spirit ist auf jeden Fall grundsätzlich, glaube ich, eine sehr interessante Karte. Kann auch einfach im Gegensatz zum Ice Spirit eine gute Alternative sein. Und auch vielleicht die Ice-Heal Spirit-Kombination kann auch sehr nice sein. Ich muss sagen, gefällt mir generell ganz gut. Deutlich besser als der Heal Spell. Und ja, schreibt gerne mal auch einfach über das komplette Update. Haben jetzt ja alle Sachen hier durch. Eure Meinung in den Kommentaren dazu. Und sagt mal, was ihr gut, was ihr schlecht findet. Schreibt einfach ein Feedback dazu. Und ansonsten war es das eigentlich mit dem Update-Video. Wir sehen uns dann beim ganz normalen weiteren Video beim nächsten Mal. Haut ihr rein, Leute. Und ciao, ciao.